Hallo Leute und willkommen zu meinen Gewinnspielauflösungen. Ihr habt ja vorher so einen kleinen Infoteil gekriegt, glaube ich zumindest, weil ich habe das halt irgendwie gemacht, dass ich noch ein paar Infos, bevor ich diese Gewinnspielauflöse reinhaue. Da es 2013 ist und ich noch viel zu sagen habe, würde ich mal behaupten. So, das sieht man jetzt hier alle Teilnehmer. Hier sieht man jetzt alle Teilnehmer. Es haben 10, 20, 29, 33 Teilnehmer. 20, 6, 9. Das wären dann ein. Ja, das sind 33 Teilnehmer. Ja, das sind 33 Teilnehmer. Es haben 33 Leute teilgenommen. Man durfte ja mehrere Kommentare posten, wenn man wollte. Das habe ich sogar extra in die Infobox geschrieben, weil ich finde, wenn man Infoboxe liest, sollte das belohnt werden und so, weil die sind eigentlich relativ wichtig immer. Von daher habe ich gesagt, also ich habe es nicht gesagt, sondern nur in die Infobox reingeschrieben, dass man mehrere Kommentare hinterlassen kann und somit die Chancen erhöhen kann. Ich habe es extra nicht, okay, ich habe es vergessen zu sagen. Ach, leck mich fett, ey. Ich habe es vergessen zu sagen, dass man das halt machen kann, aber ist ja auch egal. Jetzt nehme ich einfach als Ausrede, dass ich es extra nicht gesagt habe, um die Kommentare lesen, zu belohnen. Es waren genau 20, 30, 46, 48 Kommentare. Habe ich das richtig gesehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, ich verzähl mich bestimmt voll, ey. 1, 2, ich hätte das viel besser vorbereiten müssen. Jetzt dauert das alles so lange. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Es sind genau 50. Es sind genau 50, soweit ich es richtig gezählt habe. Taschenrechner, ey. Ich bin gerade übertrieben dumm und Taschenrechner? Hallo? Are you stupid? Ach, nur Rechner, okay. 18 plus 18 plus 10 plus 4 gleich 50. Ach, das sind ja 6 und. Ach, ich Idiot, ich bin so dämlich und blöd. Das sind ja auch genau 50. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr erfreut über Smilo LPs Account. Also über meinen Account, Smilo LP. Weil ich da halt 18 Kommentare gekriegt habe und davon waren 16 Teilnehmer. Das ist echt beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ich da die wenigsten Abonnenten habe. Das heißt, die sind wohl wahrscheinlich am aktivsten. Das finde ich sehr, sehr toll. Und die haben auch die besten Kommentare. Diese 1, 2, 3, das sind die drei Leute, die ich mir nochmal extra ausgewählt habe, weil die besten Kommentare hinterlassen habe. Ich konnte mich nicht zwischen einen entscheiden, darum habe ich einfach drei ausgewählt und die werde ich nochmal verlosen. Ich habe ja zwei Pakete. Welche es waren, solltet ihr eigentlich wissen. Falls nicht, schaut nochmal mein Gewinnspielvideo nach. Ist natürlich in der Infobox, bla bla. Ja, es sind genau 50. Also werden wir jetzt bei random.org machen. Es ist jetzt so, dass ich das genau so runterzähle. Wenn jetzt zum Beispiel 2 ist, ist das der und nicht der. Und ich muss sagen, es gab auch noch andere tolle Kommentare, zum Beispiel von TheDomi1267, aber den kenne ich persönlich, darum habe ich den jetzt nicht ausgewählt. Weil sonst kann man sagen, boah, nur weil du den persönlich kennst, hast du den ausgewählt. Ich hätte eigentlich am Anfang an direkt sagen können, dass alle Leute, die ich persönlich kenne, nicht mitmachen dürfen. Weil das irgendwie dann vielleicht andere Leute denken, boah, der kennt den voll Betrug und so, bla bla. Falls er jetzt wirklich gewinnt, könnte man das wirklich denken, aber ja, ich mache es ja per random.org. Es ist jetzt 1.1. Das heißt, Einsendeschluss war vor 14 Stunden. Und ja, generate 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Vollschrill-XD hat gewonnen, obwohl der bei den extra Top-Auswahlmöglichkeiten wäre. Wie mache ich das jetzt? Ich würde mal sagen, der hat noch eine Chance, den zweiten Paket auch noch mitzugewinnen. Ich muss sagen, den Vollschrill-XD kenne ich nicht persönlich, aber der scheint nett zu sein. Und der scheint aktiver Zuschauer zu sein. Ich lese mal kurz einen Kommentar.
Ich würde gerne ein Paket gewinnen. Es ist mir auch egal, welches. Denn sowas Verlockendes zu Weihnachten zu kriegen. Denn sowas Verlockendes zum Weihnachten zu kriegen. Ich bemerke, wie sich die meisten bei dir einschleimen wollen. Aber ich drücke mich ehrlich aus, ich schaue mir deine Minecraft- und LoL-Let's Plays an und bewerte sie positiv. Aber auch wenn ich es nicht gewinne, wünsche ich dir und deiner Familie frohe Weihnachten und ich freue mich auf deinen nächsten Let's Plays. Alter, leck mich fett. So, der lügt nicht mal, weil der hat schon relativ viele Kommentare geschrieben. Zwar nicht immer positive, aber halt auch nicht negativ. Es ist halt konstruktiver Kritik gewesen. Und sowas finde ich eigentlich immer fett, immer nett und die helfen mir natürlich immer, mich besser zu werden. Dank dem habe ich sozusagen auch meinen Ton ein bisschen bearbeitet, sodass man die Klicks nicht mehr so laut hört, weil der hat halt gesagt, man hört die Klicks zu laut und so und ja. Das heißt, ich freue mich tatsächlich darüber, dass er halt erste Paket gewonnen hat. Fuck. Da muss ich jetzt dran denken, das wegzublenden, da hier die Codes draufstehen. Der hat auf mein erstes Paket gewonnen. Und ja, dann machen wir mal zweite Paketverlosung. Das sind die 3, 1, 2, 3. Und wenn er nochmal gewinnt, hat er es halt nochmal gewonnen. Ist mir jetzt scheißegal. Und es ist 1. Das heißt, der hat nicht gewonnen. Aber der hat zum Beispiel ein Paket, darüber kann er sich freuen. Es ist 1. Oh, das ist doch der. Krass. Gut. Dann tut es mir leid für die anderen. Aber ich werde mal fragen, ob der vielleicht so nett wäre, ein Paket den anderen zu geben. Falls ja, werde ich das nochmal verlosen. Einfach an die Leute, die hier sind. Falls nicht, hat er die zwei Pakete gewonnen, hat der fett Luck gehabt. Ich finde es in Ordnung. Ist halt so, man kann halt nicht alles haben. Oder halt doch alles, so wie der. Ah, echt nice, ey. Boah, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gemacht. Und falls ich irgendwas Falsches gemacht habe, werde ich jetzt nichts dran ändern, dass der die zwei Pakete gewonnen hat. Der hat jetzt eine Woche Zeit, mir zu antworten. Also voll schrill XD. Falls du das siehst, du hast jetzt eine Woche Zeit, dich bei mir zu melden. Und dann klären wir das mal. Ob du die zwei Pakete haben willst. Und ich denke mal, der wird schon die zwei Pakete haben wollen. Denn wer will es nicht haben, ganz ehrlich? Also würdet ihr voll schrill XD sein, würdet ihr wahrscheinlich auch die zwei Pakete nehmen. Aber falls ihr doch ja. Soll ich jetzt fair sagen? Keine Ahnung. Falls er doch so lieb ist und ein Paket euch überlassen will, könnt ihr gerne machen. Ist jetzt seine Sache. Falls ihr es machen will, gut. Falls nicht, Pech gehabt. Für euch. Für die anderen. Also voll schräg. Seh, du hast hiermit offiziell zwei Pakete gewonnen. Finde ich so irgendwie auch ein bisschen mies, aber ist halt so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, Leute.